Hallo meine Lieben, es geht wieder weiter mit einer Haul Review bzw. ein gekauft und getestet. Ich habe dieses Wort gekauft und getestet bei irgendjemanden abgeguckt. Weil ich finde Haul Review immer so, aber gekauft und getestet finde ich eigentlich ganz cool, aber ja, nur so viel zum Thema, ich habe es geklaut. Ich habe wieder meine Produkte, die ich gerade aus der Dusche rausgenommen habe, weil das hatte ich ja das letzte Mal auch schon mal gemacht. Und ich finde das eigentlich ganz cool, euch Dinge direkt zu reviewen, die ich gerade unter der Dusche stehen habe. Weil dann kann ich direkt Live-Test quasi machen, also nicht direkt live, ich bin ja nicht nass, ne? Aber dann kann ich euch direkt zeigen, wie, was, wo, ne? Und da zeige ich euch direkt mal einen totalen Flop, ja, megamäßig. Da habe ich euch das letzte Mal, ich weiß nicht, in irgendeinem Haul, habe ich euch das gezeigt, weil ich habe es mir nicht wirklich gekauft, Gott sei Dank. Ich habe es von einer, von L'Oreal, von so einem Produkttest-Gewinnspiel, habe ich es gewonnen. Und zwar ist das das Elvital Öl Magique Haarshampoo und Spülung. Und ich habe wirklich, ich bin da voller Erwartungen rangegangen, dass ich es voll gut finde. Aber, ja, ich habe da gerade, wir haben zu zweit geduscht und er meinte dann zu mir, oh, das stinkt. Ich so, ja, du hast recht, das stinkt wirklich. Also dieses Haarshampoo, das riecht wirklich nicht gut. Das riecht so richtig muff. Ja, und das hatte ich ja komischerweise bei den anderen beiden, weil ich hatte das letzte Mal irgendwie auch zwei Elvital Haarshampoos, hatte ich auch letztens im Aufgebraucht-Video. Also die habe ich tatsächlich leer gemacht und da waren, komischerweise haben die auch komisch gerochen. Also es ist kein Montagsprodukt oder sowas, ja, also ich finde, die entwickeln einen ganz komischen Geruch. Also erst wenn man so da dran riecht, geht das, aber unter der Dusche entwickelt sich das. So, und erstmal das. Echt ätzend. Ich weiß gar nicht warum, weil früher habe ich das, also als Teenager, habe ich voll oft das Elvital genommen. Und da hatte ich das nicht, dass es so gestunken hat. Komisch. Naja, auf jeden Fall habe ich das jetzt so verwendet und ich fand es wirklich nicht gut. Also meine Haare, die haben sich so ätzend ekelhaft angefühlt, so richtig trocken. Also ich habe schon beim Haarewaschen, habe ich schon gemerkt, dass ich nicht durchkomme. Also so... Normalerweise, wenn meine Haare nass sind und ich habe die gewaschen und die fühlen sich dann immer schön an direkt beim Waschen, da habe ich schon gedacht, bäh, was ist das denn? So, und dann habe ich die Spülung reingetan und ich bin noch nicht mal, weil normalerweise käme ich mir da die Haare durch und ich bin noch nicht mal hier durchgekommen. Meine Haare waren eine Filzbrühe, ja, also so richtig wie Dreadlocks sahen die aus, ja, so richtig, also ein Dreadlock-Fetischist, der hätte gedacht, so, boah, die hat geile Haare, genau richtig für Dreadlocks, ja, wirklich, die waren so verfilzt hier unten, ja, und die haben sich so ekelhaft angefühlt, ich würde dieses Haarshampoo wirklich niemandem empfehlen, weg damit, also es kann natürlich sein, dass es nur für meine Haare so ist, nur um Gottes Willen, aber so Leute, die vielleicht meine Haarstruktur haben, so Locken, ne, ist nicht so. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht so der Brüller für uns. Dann habe ich unter der Dusche, oh, das habe ich nicht unter der Dusche, aber das habe ich im Badezimmer stehen. Okay, ist dann vielleicht auch nicht schlecht. Und zwar, das ist nämlich gegen meinen Erwartungen gut. Das hätte ich echt nicht gedacht. Und zwar mag ich überhaupt gar keinen Schaumfestiger. Ich bin überhaupt gar kein Schaumfestiger-Kind. Ich bin ein Lockencreme-Kind, ja. Aber das hier war im Angebot. Das ist das L'Oreal, auch wieder L'Oreal, Elnett Deluxe Creme de Mousse. Das ist sowas hier. Und da steht, Halt eines Schaumfestigers, die Pflege einer zarten Creme. Und da ich ja, wie gesagt, überhaupt kein Schaumfestiger-Mädchen bin, habe ich aber gedacht, ich probiere das mal aus. Weil es halt im Angebot war. Und es kommt halt ein richtig schöner Schaum raus. Den zeige ich euch jetzt mal eben. So sieht der Schaum dann aus. Und den könnt ihr euch dann wirklich super schön in eure Haare reinkneten. Und ich mache das dann halt immer so, dass ich das morgens reintue und dann mit dem Diffusor noch ein wenig beiföhne. Ja? Und ich habe einen richtig tollen Halt und die Haare fühlen sich nicht an wie nach Schaumfestiger. Ne? Also so, es gibt ja diese Schaumfestigerlocken, finde ich voll eklig, so Schaumfestigerlocken, die so hart schon aussehen. Ne? Ja, mag ich gar nicht. Und dieser Duft, ne? Boah Leute, dieser Duft. Wie ein Parfum. Ich finde es richtig gut. Also normalerweise so Elnett hat ja oft so Omi-Geruch, ne? Aber das hier riecht so gut. Also, ja. Also totales Top-Produkt. Dann habe ich hier die Balea Regenbogendusche im Moment unter der Dusche stehen. Das ist das Einhornvieh hier, was ja total viele so gehypt haben. Ich finde es ja auch, ich muss ja auch sagen, es ist ja auch ein süßes Fläschchen, ne? Und jetzt wissen alle Leute, die vorher nicht wissen, wie Sternchen und Wölkchen riechen, wissen jetzt, wie sie riechen, ne? Weil, die riechen leicht süßlich nach Vanille, Kuchen und Bonbongeschäft. So riechen Sternchen und Wölkchen. Und es ist halt ein Duschgel, um ehrlich zu sein, wie jedes andere auch. Nur, dass die Optik natürlich
sehr Mädchen und sehr niedlich ist. Ne? Muss man ja zugeben. Ja? Was allerdings mega intensiv noch lange danach riecht, ja, ist dieser Bottich. Muss ich mal kurz abwaschen. Ist dieser Bottich hier, den ich jetzt vor 10 Tagen ungefähr habe ich damit angefangen. Das ist das Marshmallow Heaven. Heißt es so? Genau. Von Trickle Moon. Und Leute, es ist genau mein Fall. So wie das an der Flasche riecht, ja, dieses geröstete Marshmallows über dem Feuer und so. Richtig toll, so riecht das auch tatsächlich noch auf der Haut. Auch wenn ich mich ins Bett lege, rieche ich das immer noch. Jetzt nicht eine halbe Stunde oder so, ne? Aber ich rieche es tatsächlich noch. Und das finde ich ein super schönes Duscherlebnis, meiner Meinung nach. Und bisher vertrage ich es auch gut. Und mag ich sehr. Und übrigens, das Yankee Candle Tal, ich zeige euch das mal eben. Das Witzige ist, ich habe mir die hier nochmal bestellt. Ne? Ich habe die ja auch als Kerze, die Fireside Treats. Diese Yankee Candle Tarts. Bestellt, dass ich habe. Ich kann das so schlecht sehen hier. Naja, ja. Dieses Fireside Treats riecht genauso. Mega. So, auf jeden Fall finde ich top, top, top. Und das letzte Produkt, was gerade im Badezimmer steht, ist von Rituals das Hammam Delight. Ich weiß gar nicht, das gibt es glaube ich noch. Ne? Das ist der Duschschaum, Eukalyptus und Rosmarin. Gibt halt so ein Spa-Gefühl unter der Dusche. Ne? Ich mag die Rituals Duschgele sehr und die halten bei mir auch sehr lange. Bei vielen, die sagen immer so, nee, die halten nicht lange. Eine Woche damit geduscht und schon ist es leer. Nee, bei mir nicht, bei mir halten die ewig. Ich weiß ja nicht, wie manche damit duschen, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Manche sind halt sparsamer, ich bin jetzt nicht die Sparsame, aber ich bin auch nicht die Verschwenderin. Also ich dusche ganz normal und ja, ich mag das sehr. Ja, ich mag viele Sorten davon sehr. Ja, okay, meine Lieben, das war auch schon wieder gekauft und getestet. Muss ja nicht immer lang sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hinterlasst mir doch einen Kommentar. Bis dahin. Tschüss.